Peppa, das Baby ist viel zu klein, um Ball zu spielen. Aber wenn es nicht mit einem Saurier oder einem Ball spielen kann, was kann es denn dann? Es isst und es schläft. Und macht sowas. Tante Wutz, darf ich das Baby mal halten? Ja, wenn du ganz vorsichtig bist, darfst du Alexander mal halten. Alexander? Ja, so heißt er. Baby Alexander. Was für ein großer Name für so ein kleines Baby. Es ist ganz niedlich, obwohl es ein Junge ist. Oh, was riecht hier so? Vielleicht muss Alexanders Windel gewechselt werden. Bäh, wie ekelhaft. Peppa, als Baby hast du auch Windeln getragen. Hab ich nicht. Mama, darf ich mit Peppa und Schorsch im Garten spielen? Ja. Chloe, ist es schön, einen Babybruder zu haben? Ja, Alexander ist sehr süß. Ich wünschte, Schorsch wäre so süß wie ein Babyschweinchen. Ich weiß was. Schorsch spielt unser Babyschweinchen. Er kann in meinen Puppenwagen. Das ist eine gute Idee. Nein. Schorsch möchte nicht das Baby sein. Schorsch, wenn du das Baby spielst, verspreche ich für immer und ewig, zu dir lieb zu sein. Schorsch denkt nach. Und du darfst mit meinen Sachen spielen. Schorsch denkt noch mehr nach. Und wenn wir zu Hause sind, darfst du auch mit meinen Sachen spielen. Schorsch ist einverstanden. Was für ein süßes kleines Babyschweinchen. Da sind Luzi Locke, Molly Mietze, Zoe Zebra und Luisa Löffel. Hallo. Was macht Schorsch denn im Puppenwagen? Das ist nicht Schorsch, das ist ein Babyschweinchen. Es ist wohl Schorsch. Schorsch spielt nur unser Babyschweinchen. Ah. Kuckuck. 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 Du bist ja ein kleiner, lauter Kuckuck, Schorsch. Kuckuck. Guckt, da drin tut sich schon was. Ui. Dummer Schorsch, du hast ihn verpasst. Der Kuckuck war wirklich einsame Spitze. Guck so, Kuckuck. Und du hast es verpasst. Ist nicht schlimm, Schorsch. Du siehst den Kuckuck beim nächsten Mal. Ja, aber du musst warten. Der Kuckuck kommt nur einmal in der Stunde. Warten ist langweilig. Komm, Schorsch, wir spielen draußen. Schorsch will nicht nach draußen. Er wartet auf den Kuckuck. Es ist beinahe 10 Uhr. Schorsch hat fast eine Stunde auf den Kuckuck gewartet. Schorsch, komm zum Spielen. Dein Sausier will auch, dass du zum Spielen kommst. Grrr. Sausier. Schorsch hat den Kuckuck wieder verpasst. Nicht weinen, Schorsch. Spiel doch ein bisschen im Garten. Ich ruf dich dann, wenn es Zeit für den Kuckuck ist. Fang ihn, Schorsch. Es ist fast 11 Uhr. Peppa, Schorsch, gleich ruft der Kuckuck. Schnell, Schorsch, damit du ihn nicht wieder verpasst. Oh. Schorsch rennt so schnell wie nie zuvor. Peppa und Schorsch schreiben Zoe eine Antwort. Was möchtet ihr gerne schreiben? Liebe Zoe. Liebe Zoe. Mir fällt sonst nichts mehr ein. Wie wär's mit Wir kommen gerne zu deiner Party. Viele Grüße. Peppa und Schorsch. Welcher Briefumschlag sieht am schönsten aus? Der rote. Fräulein Zoe Zebra. Und zu guter Letzt die Briefmarke. Der Brief kann nun verschickt werden. Das ist der Briefkasten. Und das sind Klausi, Luzi, Pedro, Luisa und Emily Elefant. Alle wollen einen Brief verschicken. Und hier kommt Peppa mit ihrem Brief. Rein damit. Und wie geht's weiter? Hallo alle miteinander.
Hallo Peppa, hast du meine Geburtstagseinladung bekommen? Ja, und ich habe dir auch schon geantwortet. Oh, danke. Meine Güte, so viele Briefe heute. Und dieser Brief hier ist von mir. Es ist ein sehr, sehr wichtiger Brief. Ist der für mich? Kann ich ihn aufmachen? Er ist für dich, Zoe. Aber zuerst muss er ausgetragen werden. So ist das nun einmal bei der Post. Oh. Und weil es heute ganz besonders viele sind, fange ich jetzt mal an. Können George und ich auch mitkommen? Hopp an Bord, Peppa und George. Dann bis später. Peppa und George helfen Herrn Zebra, die Post auszutragen. Das ist das Haus von Familie Zebra. Dieser Brief ist adressiert an Fräulein Zoe Zebra. Fräulein Zoe Zebra. Fräulein Zoe Zebra. Zoe Zebra. Zoe Zebra. Hoho, alle Briefe sind für Zoe. Das ist mein Brief. Darf ich ihn austragen? Selbstverständlich. Peppa liebt es, Briefe auszutragen. Sausia! Ich wusste, dass es irgendein Dinosaurier-Ding sein würde. Haha, drück mal auf seinen Bauch. Wie schrecklich. George, ich habe dir eine Geburtstagskarte gemalt. Rat mal, was ich dir gemalt habe. George kann es nicht erraten. Ich wollte dir eine Blume malen. Oh. George mag keine Blumen. Aber dann habe ich dir etwas anderes gemalt. Ein Sausia. Das ist ein sehr schönes Bild, Peppa. Ja, ich kann sehr gut malen. Jetzt machen wir noch einen Ausflug als besondere Geburtstagsüberraschung für George. Yippie, los geht's. Wohin fahren wir denn? Ihr werdet schon sehen. Die Familie fährt los zur Geburtstagsüberraschung für George. Gehen wir in den Zirkus? Nein, aber es ist genauso gut. Gehen wir ins Kino? Nein, viel besser. Ich komme nicht drauf. Wohin fahren Sie bloß? Wir sind da. Familie Wutz ist am Museum angekommen. Warum sind wir am Museum? Kommt mit, ihr werdet schon sehen. Was könnte Schorschs Geburtstagsüberraschung wohl sein? Schorsch? Was magst du am liebsten auf der ganzen Welt? Sausia! Sausia! Schorschs Geburtstagsüberraschung ist ein Besuch in der Dinosaurier-Ausstellung. Schon wieder diese blöden alten Saurier. Sausia! Leo mag lieber Schokoladenkuchen. Ich habe keinen Schokoladenkuchen. Mag Leo denn auch Käsekuchen? Er will mal ein Stückchen probieren. Mama Wutz gibt Luzis geheimem Freund ein Stück Kuchen. George spielt mit seinem Dinosaurier. Sausia! George, du sitzt auf Leo. George weiß nichts von Luzis geheimem Freund. Leo Löwe sagt, er schafft seinen Kuchen nicht ganz. Also kann George ihn haben. Gehen wir jetzt zum Spielen nach oben? Ja, wir können Verkleiden spielen. Ich frage erst mal Leo. Oh. Leo sagt, er spielt jetzt sehr gern Verkleiden. Gut, dann komm, Leo. Peppa und Luzi spielen Verkleiden. Peppa ist eine Fee. Ich erfülle dir einen Wunsch. Ich wünsche mir, ich bin Königin Luzi. Und Leo Löwe wird dann dein Hofnarr. Er will aber nicht der Hofnarr sein. Er will König sein. Da kommt Papa Wutz. Mama Wutz sagt, dass ihr ganz besonderen Besuch habt? Es ist doch bloß Luzi, Papa. Ist da nicht vielleicht doch noch jemand anderes, Peppa? Da ist jemand anderes. König Leo Löwe.
Hohoho, ich grüße Sie untertänigst, König Leo. Papa Wutz tut so, als könnte er König Leo sehen. Darf ich sagen, was für eine wunderschöne Mähne Sie haben? Ja, sie ist wirklich schön. Und er hat dazu seine besten roten Hosen an. Hoho, oh ja. Und seinen blauen Mantel. Dumme Peppa, Leo hat doch gar keinen blauen Mantel an. Er trägt doch sein bestes grünes Hemd. Tja, es ist eben so ein grünliches Blau. Oh, diese Karte ist ein bisschen kompliziert. Sollen wir höher steigen? Ja, bitte. Höher, höher. Der Ballon steigt hoch in den Himmel. Oh, wo ist der Himmel hin? Keine Sorge, Peppa. Wir fliegen nur durch eine Wolke. Oh, da ist der Himmel ja wieder. Hurra! Luftballon, Luftballon, flieg mit uns auf und davon. Flieg ganz hoch, höher als die Wolken noch. Guck mal, Teddy, wir fliegen ganz hoch. Peppa, sei vorsichtig, sonst fällt Teddy! Noch der... Teddy ist runtergefallen. Keine Sorge, Peppa, wir retten Teddy. Alle Mann festhalten. Wir gehen runter. Frau Mümmel lässt den Ballon hinabsinken, damit Teddy gerettet werden kann. Ich kann Teddy nirgends sehen. Da ist er. Teddy hängt im Baum fest. Ich nehme diesen Anker, um Teddy zu retten. Langsam, langsam. Ich hab ihn. Papa Wutz hat Teddy gerettet. Teddy! Hurra! Oh je, niemand achtet darauf, wohin sie fliegen. Achtung! Baum voraus! Festhalten! Oh. Erst hing Teddy im Baum fest und jetzt hängen wir im Baum fest. Papa Wutz, weißt du, wo wir sind? Haben wir uns verfahren? Ja. Seht mal alle her. Ist das nicht Omas und Opas Haus? Ja, dann sind wir hier in Opa Wutz Garten. Dachte ich mir. Ahoi, ihr Oma Wutz und Opa Wutz. Du liebe Güte. George ist ein bisschen zu klein. Seine Beine werden sehr schnell müde. Aber ich bin ein großes Mädchen und werde nicht müde. Es wird ein langer Ausflug, Peppa. Bist du sicher? Ja, Papa, ganz sicher. Na gut, sind alle soweit? Ja, Papa Wutz. Dann geht's los. Hui, ich gewinne. Das ist doch kein Rennen, Peppa. Das ist ein gemütlicher Fahrradausflug. Ja, Papa, aber ich gewinne immer noch. Jetzt gewinnen wir aber. Ich mag es nicht, bergauf zu fahren. Peppa, wir haben gewonnen. Nein, habt ihr nicht, Papa. Ich habe ja diesmal gar nicht mitgemacht. Aber jetzt wieder. Mich kriegt ihr nicht. Du freches kleines Schweinchen. Hallo, Enten. Wir machen einen Fahrradausflug. Hallo, Enten. Ah, ich hatte vergessen, wie sehr ich Fahrradfahren liebe. Ich hatte vergessen, wie sehr ich es hasse, bergauf zu fahren. Das Gelände ist ziemlich steil. Ich mag es nicht, bergauf zu fahren. Aber seht doch mal die schöne Aussicht. Oh, du liebe Güte, ist das anstrengend. Mama Wutz, du trittst ja gar nicht. Oh, entschuldige, Papa Wutz, ich habe die Aussicht genossen. Peppa und ihre Familie sind oben auf dem Hügel angekommen. Alle Freunde von Peppa sind auch da. Hallo, Peppa. Hallo. Wir wollen mit unseren Rädern ein Rennen machen. Peppa, fährst du beim Rennen auch mit? Oh ja, aber nur, wenn wir bergab fahren. Ja, gut. Was ist los?
Die Mädchen lassen uns nicht in ihr Baumhaus. Das ist nicht fair. Hoho, ich denke, ich kann euch helfen. Kommt mal mit. Jetzt machen wir uns ein schönes und ruhiges Teekränzchen. Was ist das für ein Krach? Fertig. Jetzt habt ihr Jungs eure eigene Bude mit einer eigenen Zugbrücke. Eine Burg! Danke, Opa Wutz. Dürfen wir reinkommen? Nein, das ist eine Jungsbude und nur für Jungs. Aber ich liebe Burgen. Burgen sind nicht so gut wie Baumhäuser. Kommt, Mädels. Ich bin der König der Burg. Jede Burg braucht eine Flagge. Toll! Sie haben eine Flagge. Wir brauchen keine doofe Flagge. Da kommt Oma Wutz. Hallo Mädchen, braucht ihr noch irgendwas? Eine Flagge bitte. Aber sie muss besser sein als die Jungsflagge. Ich schau mal, was ich tun kann. Ich bin der König der Burg. Hoho, jede Burg braucht auch ein Telefon. Halt das mal. Haltet die Schnur schön straff, dann könnt ihr mit den Jungs sprechen. Wir wollen nicht mit den Jungs sprechen. Und wir wollen nicht mit dem Mädchen sprechen. Oma Wutz hat eine Flagge für die Mädchenbude gefunden. Dieses Kleid ist eine gute Flagge. Danke, Oma. Bitte schön. Danke. Schönes Schlittern. Da sind Luzi Locke, Luisa Löffel, Klausi Kleff, Zoe Zebra, Molly Mietze, Emily Elefant und Pedro Pony. Peppas Freunde können sehr gut Eislaufen. Peppa will auch Eislaufen. Wow! Hallo zusammen! Hallo, Peppa! Bist du zum ersten Mal beim Eislaufen, Peppa? Ja! Soll ich dir zeigen, wie es geht? Nein, danke, Luzi. Ich glaube, ich krieg das schon alleine hin. Na gut, dann komm mit. Das ist ja unmöglich. Ich will überhaupt nicht mehr Eislaufen und damit Schluss. Mach dir nichts draus, Peppa. Jeder rutscht doch mal aus beim Eislaufen. Sogar ich rutsche aus. Guck mal. Hopsala. Dummer Papa. Schorsch, willst du auch Eislaufen? Nö. Schorsch war noch nie Eislaufen und er hat ein bisschen Angst. Ich passe auf Schorsch auf und du zeigst Peppa, wie man Eis läuft. Eislaufen ist ganz leicht, Peppa. Du musst einfach mit den Füßen schieben und gleiten. Schieb, schieb, gleiten. Siehst du? Schieb, schieb, gleiten. Schieb, schieb, gleiten. Das ist einfach. Jetzt kann ich's schon alleine, Mama. Schieb, schieb, gleiten. Schieb, schieb, gleiten. Gut gemacht, Peppa. Guck mal her, ich kann Eis laufen. Peppa macht das richtig gut. Ja, ich bin ja auch eine gute Lehrerin. Nun, was soll ich malen? Wirklich gut gewählt, Schorsch. Ich male den alten Kirschbaum. Was ist das? Eine Staffelei, Peppa. Da steht die Leinwand drauf. Was ist eine Leinwand? Sie ist wie festes Leinenpapier für spezielle Gemälde. Ist das Zahnpasta? Hoho! Nein, Peppa. Das sind ganz spezielle Farben für große Maler. Herrlich! Mit welcher Farbe wollen wir anfangen? Rot, bitte. Warum rot, Peppa? Rot ist doch meine Lieblingsfarbe. Aber erst wollen wir den Himmel malen. Guck, welche Farbe hat der? Blau, ist doch klar. Ja, sehr gut. Wir beginnen mit Blau. Jetzt ist der Kirschbaum dran. Wir brauchen Grün für die Blätter.
Hier ist aber kein Grün. Kein Problem. Wenn wir mischen, und zwar blaue Farbe mit etwas gelber Farbe, dann wird's grün. Wenn man Blau mit Gelb mischt, gibt das Grün. Schönes, saftiges Grün. Und hier ist Gras. Was ist eigentlich mit dem Baumstamm? Wir haben ja gar keine braune Farbe. Wir mischen uns braun. Nämlich mit Grün und Rot. Grün und Rot ergibt Braun. Papa Wutz malt den Baumstamm und die Äste. Papa, kann ich die Kirschen malen? Gern, Peppa. Tauch deinen Finger in die Farbe und tupf sie auf den Baum. 1, 2, 3. Gut gemacht, Peppa. Jetzt ist Schorsch dran. Du bist wirklich ein großer Maler, Schorsch. Fertig. Das Werk ist vollbracht. Hurra! Oh, hier sind die Enten. Papa Wutz möchte Zeitung lesen. Ach, was für ein schöner Tag. Genau richtig zum Faulenzen. Papa Wutz liebt das Faulenzen. Du meine Güte, Papa Wutz, wir haben den Garten ein bisschen vernachlässigt. Wie meinst du das, Mama Wutz? Die Wiese. Sie muss gemäht werden. Oh, mir gefällt das so. Sieht nach Wildgarten aus. Mama, Papa, kommt, spielt mit uns im hohen Gras. Das macht Spaß. Hoho, na gut, spielen wir mit dem gepunkteten Ball. Oh, wo ist der hin? Der Ball ist im hohen Gras verloren gegangen. Den finden wir nie mehr wieder. Vielleicht ist es Zeit, das Gras zu mähen. Ja, Papa Wutz. Ich hol mal den Rasenmäher. Ich bin ganz sicher, dass er hier ist. Ah, da ist er. Papa Wutz hat den Rasenmäher gefunden. Ist er nicht ein bisschen rostig? Unsinn, der mäht das Gras in 0, nichts. Ein bisschen rostig ist er schon. Ich könnte ja mal Opa Wutz anrufen und fragen, ob er uns seinen Mäher leiht. Wir brauchen Opa nicht anzurufen. Ich muss nur ein bisschen fester schieben. Der Rasenmäher von Papa Wutz funktioniert nicht besonders gut. Oh, ich weiß was. Wir rufen Opa Wutz an. Hallo, Opa Wutz am Apparat. Hallo, Opa Wutz. Könntest du uns helfen, sehr hohes Gras zu mähen? Oh, haha, natürlich. Ich bin sofort bei euch. Tschüss. Ich glaube, das ist ein Job für Betsy. Opa Wutz fährt mit seinem Motormäher rüber zu Peppas Haus. Voll Dampf voraus. Wiedersehen, Oma. Bis später. Peppa und Schorsch lieben Opas kleine Lok. Opas kleine Lok macht tuff, 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 tuff. Opas kleine Lok macht tuff, 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 jeden Tag. Und die Schweinchen in dem Zug machen oink, 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 oink. Und die Schweinchen in dem Zug machen oink, 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 jeden Tag. Da kommt Opa Kleff mit Klausi Kleff. Hallo. Hallo, Klausi. Wie ich sehe, fahrt ihr Spielzeuglok. Spielzeug? Gertrud ist kein Spielzeug. Wie geht's deinem kleinen Laster? Kleiner Laster? Mein Abschleppwagen ist ein richtiges Nutzfahrzeug. Opa, darf ich mit dem Zug fahren? Das musst du wissen, Klausi, wenn du lieber Eisenbahn spielst. Danke, Opa. Bis später. Frau Mümmel fährt den Schulbus. Zu eurer Linken seht ihr ein paar Hügel mit Bäumen. Hallo zusammen. Hallo, Peppa. Alle Freunde von Peppa sind da. Dürfen wir mit dem Zug fahren? Ich mache mit den Kindern eine Bildungsbusrundfahrt. Dienen Loks auch der Bildung? Aber auf jeden Fall. Wer von euch möchte denn lieber mit dem Zug von Opa Wutz fahren? Ich! Und wer möchte weiter hier im Bus bleiben? In Ordnung.
Ihr könnt alle in den Zug. Ich fahre hinterher. Opas kleine Lok macht tuff, tuff, tuff. Tuff, tuff, tuff. Tuff, tuff, tuff. Opas kleine Lok macht tuff, tuff, tuff. Jeden Tag. Am Morgen besuchen Peppa und Schorsch Luisa Löffel. Mama Wutz kann fahren und ich lese die Karte. Bist du sicher, Papa Wutz? Wir verfahren uns immer, wenn du die Karte liest. Hoho, wir verfahren uns doch nicht. Na gut, seid ihr alle fertig? Ja, Mama Wutz. Also, los. Peppa und Schorsch sind sehr aufgeregt. Sie waren noch nie bei Luisa Löffel zu Hause. Papa, wann sind wir endlich da? Laut Karte ist Luisas Haus auf dem nächsten Hügel. Das kapiere ich nicht. Das Haus von Löffels müsste genau hier stehen. Dann sind wir falsch. Hier ist nur ein Garten mit Karotten. Wo mag Luisas Haus bloß sein? Hallo zusammen. Luise! Kommst du mit in mein Kinderzimmer? Kinderzimmer? Aber wo ist denn euer Haus? Peppa kann Luisas Haus nirgendwo entdecken. Dieser Hügel ist unser Haus. Es ist ein Kaninchenbau. Oh! Ich zeige es euch. Bis später! Bis später! Kommt rein! Wir haben keine Treppen. Wir haben Tunnel. Boah! Luisas Haus ist ganz anders als das von Peppa. Das ist unser Kinderzimmer. Toll! Du hast ein Bett, ein Fenster und eine Spielzeugkiste. Genau wie wir. Na klar. Ich mag dein Haus. Am liebsten wäre ich ein Kaninchen. Au ja. Ich bringe euch bei, wie ein Kaninchen zu sein. Ja, bitte. Zuerst muss man mit der Nase schnuppern und quieken. Wie ich. Squeak, squeak. Squeak, squeak. Hallo, Peppa. Hast du auch schön die Zähne geputzt? Ja, Dr. Elefant. Gut. Also, wer zuerst? Ich zuerst. Ich bin schon ein großes Mädchen. Guck zu, Schorsch. Setz dich auf den Stuhl, bitte. Gut festhalten. Hui. Weit aufmachen, bitte. Weiter, bitte. Also, dann gucken wir mal. Dr. Elefant guckt mit einem kleinen Spiegel hinter Peppas Zähne. Ich hoffe, du hast nicht zu viele Süßigkeiten gegessen, Peppa. Es ist ziemlich schwierig zu sprechen, wenn der Mund so weit offen ist. So, schon fertig. Das sind herrlich saubere Zähne. Die hat sie von mir. Krieg ich jetzt den rosa Spezialsaft? Ja. Aber nicht runterschlucken, Peppa. Spuck ihn aus. Schorsch, jetzt bist du dran. Nein. Schorsch möchte lieber nicht dran sein. Vielleicht kannst du den Dinosaurier mitnehmen, wenn der Doktor nach deinen Zähnen guckt. Sausia! Sehr erfreut, Sie kennenzulernen, Herr Dinosaurier. Es ist kein richtiger Dinosaurier. Er ist aus Plastik. Gut festhalten. Das machst du sehr gut, Schorsch. Und? Zeigst du mir deine Zähne? Schorsch will dem Zahnarzt seine Zähne nicht zeigen. Schorsch, schön weit aufmachen, so wie ich. Ah, da sind sie. Schon fertig. Du hast sehr starke und saubere Zähne, Schorsch. Sind sie so schön wie meine, Dr. Elefant? Ja. Mama, warum sagst du so komische Wörter? Das ist Französisch, Peppa. Es heißt Hallo, wie geht es dir? Und was schreibt sie noch? Ich helfe mal. J'aime les princesses et joue avec mes amis. Kluger Papa. Ich bin Französisch-Experte. Und was bedeutet das? Papa Wutz putzt seine Brille, damit er den Brief besser lesen kann. Hm.
Da steht gar nichts. Nur Unsinn. Es heißt, ich liebe Prinzessinnen und spiele gerne mit meinen Freunden. Genau das wollte ich sagen. Ich möchte Französisch sprechen. Vielleicht kannst du ja mit Elena Esel reden. Wie denn? Ihre Telefonnummer steht hier auf dem Brief. Yippie! Bonjour. Est-il possible que Peppa parle à Elena? Mama Wutz fragt, ob Peppa mit Elena sprechen kann. Hallo. Bonjour. Bonjour. Was soll ich jetzt sagen? Comment ça va? Comment ça va? Wiedersehen. Au revoir. Au revoir. Was hat sie gesagt? Das war Französisch. Bonjour, Georges. Comment ça va? Peppa fragt, wie geht es dir auf Französisch? Sausia. Nein, Georges, so spricht man kein Französisch. Es ist morgen und der Zebra der Postbote bringt die Post zu Peppas Haus. Post! Hurra! Gib... Warum ist Oma im Dach? Wir räumen den Speicher auf. Was ist ein Speicher? Der Ort, an dem wir unsere alten Sachen aufbewahren. Alt wie du, Opa Wutz? Haha! Sachen, die noch älter sind als ich. Dürfen wir helfen? Ja, gut. Omas und Opas Speicher ist ganz oben im Haus. Das ist die Tür zum Speicher. Wie kommen wir denn da hoch? Ich habe einen schlauen Trick. Hallo, meine Liebchen. Da ist Oma. Kommt mal rauf. Das ist unser Speicher. Boah, ist der aber voll. Ja, er ist voll mit altem Kram. Peppa und George helfen uns, ein paar Sachen wegzuschmeißen. Gut, dann fangen wir am besten mit dieser Kiste an. Nein, nicht diese Kiste. Brauchen wir das denn noch? Das ist doch mein Buddelschiff. Und das? Das ist mein anderes Buddelschiff. Und diese hier? Das sind meine noch anderen Buddelschiffe. Ich brauche sie alle. Tja, aber irgendwas müssen wir wegschmeißen. Wie wär's mit dieser Kiste? Nein, nicht meine Hüte. Oh je. Wir können uns nicht entscheiden, was wir wegschmeißen. Ich weiß was. Wir lassen Peppa und George entscheiden. Oh ja. Dann schmeißen wir diesen alten Koffer weg. Oh, nicht der Koffer. Das ist nicht irgendein alter Koffer. Das ist ein Plattenspieler. Und das war unsere Lieblingsplatte. Können wir sie hören? Ja. Die haben wir schon seit Jahren nicht mehr gehört. Peppa, was hast du in deiner Brotdose? Einen roten Apfel. Ich habe einen grünen Apfel. Komm, wir tauschen. Au, ja. Peppa, Luzi, was macht ihr da? Luzi hat gesagt, ich soll die Dose aufmachen. Peppa hat gesagt, wir sollen tauschen. Ist schon gut. Aber bitte hebt euch was für das Picknick auf. Ja, Madame Gazelle. Der Bus ist am Fuß der Berge angekommen. Die Bergstraße ist sehr steil. Vorwärts, Bus! Du schaffst das! Vorwärts, Bus! Hurra! Peppa und ihre Freunde sind auf dem Berggipfel angekommen. Seht mal die Aussicht! Oh! Wer spricht da? Das ist dein Echo. Was ist mein Echo? Ein Echo ist das, was du hören kannst, wenn du in den Bergen ganz laut rufst. Pass auf. Olari-hu, olari-hu, olari-hu. Hollera-hio, hollera-hio, hollera-hio. Yeah.
Echos machen Spaß. Zeit für unser Picknick. Peppa liebt Picknick. Alle lieben Picknick. Wo sind die Enten? Die kommen doch immer, wenn wir Picknick machen. Dumme Peppa, Enten leben doch nicht in den Bergen. Hallo Enten, möchtet ihr etwas Brot? Heute haben die Enten Glück. Es gibt eine Menge Brot. Dann geht's los! Oh, das Boot fährt rückwärts. Ah, die Brücke! Pass auf! Ups. Ah, das war knapp. Wiedersehen. 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 Eine schöne Fahrt. Ich hoffe nur, mein schönes Boot bleibt heil. Nur keine Sorge, wird schon gut gehen. Peppa, läute die Glocke. Ei, ei, Captain Papa. Ich habe ein bisschen Hunger. Hab ich auch. Opa hat ein Picknick vorbereitet in der Kombüse. Was ist eine Kombüse? Eine Kombüse ist eine kleine Bootsküche. Kommt mit. Peppa und Schorsch klettern in den Bootsrumpf. Boah. Was für eine winzig kleine Küche. Wo ist das Picknick? Der beste Platz wäre hier drin. Das ist aber kein Picknick. Dann muss es hier sein. Das ist auch kein Picknick. In dieser Küche steht nichts am richtigen Platz. Oi, ein Fernseher. Papa Wutz kann das Picknick nicht finden. Das ist doch unmöglich. Wenn das meine Küche wäre, hätte ich das Picknick hier. Oh, gut gemacht, Peppa. Peppa hat das Picknick gefunden. Köstlich. Oh, da sind die Enten. Hallo, Enten. Wollt ihr etwas Brot? Peppa und Schorsch lieben es, die Enten zu füttern. Passt auf, Schilfgras voraus. Kein Problem. Opa Wutz Boot kommt da bestimmt gut durch. Stecken wir fest? Nein, wir setzen zurück. Stecken wir jetzt fest? Ja. Oh. 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 Mama, Papa, es ist ganz dunkel und die Musik geht nicht mehr. Der Staubsauger geht auch nicht. Und mein Computer ist ausgegangen. Oh. Mama Wutz versucht, das Licht einzuschalten, aber es geht nicht. Bestimmt ein Stromausfall. Was ist ein Stromausfall? Stromausfall heißt, es gibt keine Elektrizität mehr. Was ist Elektrizität? Elektrizität. Das ist, was alles hier im Hause antreibt. Kommt denn dann die Elektrizität wieder? Ja, aber in der Zwischenzeit brauchen wir eine Taschenlampe. Ich glaube, wir haben eine im Keller. Alles klar, ich gehe sie mal holen. Geht das denn, Papa Wutz? Haha, natürlich geht das. Ich sehe sehr gut im Dunkeln. Wer hat das dahingestellt? Oh. Papa, alles in Ordnung? Ja, es ist nur ein bisschen dunkel hier unten. Oh, jetzt fällt's mir ein. Ich glaube, die Taschenlampe ist in der Küche. Aha. Mama Wutz hat die Taschenlampe gefunden. Darf ich die Lampe halten, Mama? Na gut. Schorsch, guck mal hier. Peppa zieht eine lustige Grimasse. Keine Angst, Schorsch, das ist doch nur Peppa. Oh, wir sollten Papa sagen, dass wir die Lampe gefunden haben. Papa Wutz ist immer noch im Keller und sucht nach der Taschenlampe. Sie muss doch hier irgendwo sein. Papa, wir haben die Taschenlampe gefunden. Zum Glück war sie die ganze Zeit in der Küche. Na, was für ein Glück. Papa, warum liegst du auf dem Boden? So kann man die Sterne am besten beobachten. Guckt mal, die kleinen Sterne. Stellt euch vor, ihr würdet sie besuchen. Das ist der große Wagen. Oh. Ja. Und die beiden Sterne an der Spitze zeigen auf den Nordstern. Boah, na,
Nordstern, Nordstern, bist du nah oder bist du fern? Wir besuchen dich sehr gern. Hoho, aber Peppa, die Sterne sind dafür viel zu weit entfernt. Sind sie noch weiter weg als das Meer? Oh ja, aber durch ein Teleskop sehen sie viel näher aus. Haben wir denn ein Teleskop? Nein, aber Opa Wutz hat ein sehr gutes Teleskop. Können wir jetzt sofort Opa Wutz besuchen? Hohoho, es ist viel zu spät. Vielleicht können wir mal eine Ausnahme machen, Papa Wutz. Hurra! Peppa und Schorsch fahren zum ersten Mal mit dem Auto durch die Nacht. Guckt, wir folgen dem Nordstern. Nordstern, Nordstern, funkelst hell und bist so fern. Alle haben dich sehr gern. Peppa und Schorsch sind am Haus von Oma und Opa Wutz angekommen. Oh je, ich hoffe sehr, dass Oma und Opa Wutz nicht schon im Bett liegen. Was macht ihr denn hier um diese Uhrzeit? Wir wollen die Sterne sehen. Peppa und Schorsch würden sehr gern mal durch dein Teleskop gucken. Verstehe, gute Idee. Alle Mann mit aufs Dach hinauf. Hier ist es, das alte Lieschen. Boah! Thank you.